Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS 19 aus der Untergriesbach der Challenge Map. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir wollen heute mal gucken, ob wir den Rest hier wegkriegen. Also erstmal, ob wir den Rest vom Grasschnitt hier quasi, ja, so mehr oder weniger von der Straße und alles weggezogen kriegen. Mal kurz gucken, ob der das macht. Was kann ich, macht der das? Doch, eigentlich müsste doch der Striegel. Nö. War das nicht immer so? Ich war eigentlich immer der Meinung, dass der Striegel das wegstriegelt. Ja gut, okay, in dem Falle lassen wir es verrotten. In dem Falle kümmern wir uns einfach nur um das Feld und da dementsprechend um die Unkrautreste, so dass die schon mal vom Acker sind. Naja, aber wenn wir die runter haben, dann können wir uns dementsprechend um was anderes kümmern. Missionen brauchen wir nicht annehmen, da gibt es aktuell, glaube ich, gar keine. Also außer so ein paar Transportmissionen, aber die sind ja, naja, da reden wir mal nicht drüber. Ne? Wir fahren dann zu Meier, wir geben ihm seinen Striegel zurück. Und dann schauen wir mal, was da als nächstes so ansteht. So. Ich weiß gar nicht, ich bin immer noch am Überlegen mit den Paletten, mit dem Düngemittel. Aber es lohnt nicht, das sind 4000 Euro. Das ist meiner Meinung nach ist das viel zu viel Kohle jetzt im Moment. Ich glaube, das kriegen wir mit der Ernte und sowas alles nicht rein. Ist halt echt ein bisschen das Problem. Und eigentlich müssten wir als nächstes sowieso weiterspringen. Also ich müsste jetzt eigentlich einen Tag schlafen. Gucken, wie das Ganze aussieht. Ob es da irgendwas Interessantes als Mission gibt, wieder einen Tag Schlaf. Gucken, ob es was Interessantes gibt, etc. etc. Bis wir irgendwann mal so weit sind, dass wir ernten können. Beziehungsweise dürfte eigentlich ja erst jetzt im Sommer, boah, da muss ich gucken, ab wann, der Grünroggenschnitt dürfte ja noch anstehen. Da müsste ich noch gucken, wann ich den, das ist ja hier genau der Acker, wann der soweit ist, das ist halt auch die Frage, was ist denn das? Ist das letzte Wachstumsphase, ne? Dass ich den mähen kann? Oder schon in der zweiten? Grünroggen bedeutet ja eigentlich, der ist ja noch voll im Saft, sag ich mal, ne? Der ist noch am Wachsen, ist noch nicht fertig. Ausgewachsen. Also müsste es ja eigentlich... Müsste eigentlich so sein, ne? Ich muss mal gucken. Ich werde am besten mal in der nächsten... Also jetzt brauche ich ja sowieso nicht drauf an, das wäre ja jetzt sowas von Blödsinn. Ich muss mal in der nächsten... nächsten Jahreszeit gucken. Im Sommer jetzt. Und dann müsste der eigentlich doch in der ersten... Spätestens am zweiten Sommertag müsste der doch eigentlich dann... Da ist noch was. Wie heißt das hier? Mähbar sein. Man müsste sich ja eigentlich mit Mähwerk und Ladewagen so lang fahren können. Na, mal gucken. So, da vorne noch das Stück. Dann bringen wir das Ganze hier mal zurück. So. Die mal raus. Da können wir nämlich auch gleich nochmal... Ja, es ist... teuer. Oder sagen wir, müssen wir eigentlich noch tanken. Ist nur die Frage, ob ich das schon mache oder ob ich das tatsächlich noch ein bisschen hinauszöge. So in Richtung vom, wie heißt das nochmal hier? Sag mal schnell, jetzt komme ich nicht drauf. In Richtung vom Grünlandschnitt. Vom Grün Mähen. Mal gucken. Eins von beiden werden wir tun. Entweder jetzt tanken gleich, das entscheide ich spontan. Ob er wirklich tanken wird, würdet ihr gleich sehen. Sobald er bei Meier ankommt. Jetzt kann ich, hat der Meier eine Tankstelle? Ich glaube schon, ne? Bin mir gerade echt nicht sicher, hat der Meier eine Tankstelle? Ich weiß es nicht. Aber wir werden sehen. Und dann können wir eigentlich schon wieder eine Nacht schlafen. Vielleicht gibt es auch irgendeine Düngemission. Das wäre natürlich auch noch was.
wenn wir Düngemittel ausbringen. Ja, wobei, da müssen wir wieder das Düngemittel kaufen, ne? Nee. Eine Striegelmission könnten. Na, Striegel gibt es ja nicht als Mission. Und Grasschnitt, ja, mit Wickeln. Aber das Problem ist halt, die Grasmission, die es gibt, also quasi, wo du dann quasi Silageballen wickelst, ist ja gut und schön, die Mission. Das Problem an der Mission ist eigentlich, dass du ja dank Season warten musst, bis die Grassilage, also bis die Ballen siliert sind, bevor du sie abgibst. Und das wiederum verzögert dann den Auftrag und das kann sein, dass es dann weniger Kohle für den Auftrag gibt, ne? Weil du musst ja dann quasi die Tage warten, bis es fertig ist und das ist halt, ist nicht ohne, sag ich mal so. Das sind immer so Zeiten, die man sich dann sparen kann. Weil, also die Missionen kannst du dir dann sparen, sag ich mal so, ne? Oh, der Bayer hat eine Tankstelle. Ja, komm, dann tanken wir kurz. Oder? Eine Tankstelle. Oh, das kostet wieder Kohle. Das kostet wieder Kohle ohne Ende, du, ich sag's dir. Ja, ja, ruhig einmal voll machen. Ja, 400 Euro. 411 Euro. Na, Halleluja. So, ist fast die Mietkosten für unseren Striegel. Super. Gott, in dem Falle lassen wir den Striegel hier. Geben den mal ab. Na, was? Nein. Oh, jetzt. Ich sag jetzt nicht, der steht jetzt nicht im Triggerbereich. Verdammt mich. Fahr also mal weg. Mal kurz gucken. Oh, Gott sei Dank doch. Zurückgeben. Ja. So. Dann kurz gucken. Eine Mission. Ja, gibt nur die da. Von der Weiber Getreidehandel. Nach Brunnerwirt. Bringt mir 1300 Euro. Ist jetzt auch nicht viel. Würde mir eine Nacht bringen. Würde mir eine Nacht bringen. Dazu müsste ich jetzt mal wieder zurückgurken und mir meine Plattform holen. Moment, hatte ich die gekauft? Oder habe ich die? Doch, ich habe die gekauft. Ah, das können wir noch machen, die Mission. Dann würden das würden wieder 1800. Wir nehmen die mal an. Komm her. Weil dann weiß ich nämlich auch, wo ich da hin muss. So. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Achso, wahrscheinlich zu. Ja. Von da. Nee, von Dor nach Dor. Okay, das passt. Ich hatte doch die Plattform. Hatte ich die Plattform. Doch, ich hatte die Plattform. Die Plattform gekauft? Nö, habe ich nicht. Ich wollte, ne? Kann das sein? Ich glaube, ich wollte die Plattform kaufen. Nee, ich hatte die Kohle nicht dafür. So eine Plattform würde sich echt lohnen. Egal, ich habe die jetzt mal gemietet. Die müssen wir uns auf jeden Fall anschaffen, weil da können wir nämlich solche Transportmissionen ganz kostengünstig machen. Und wir können mit der auch zur Not Ballen wegtransportieren, ne? Also das würde sich anbieten, in so eine Plattform zu... Ich dachte eigentlich, wir hätten eine gekauft. Oder haben wir die nicht gekauft, weil wir zu wenig Kohle dafür hatten? Es kann natürlich auch sein, dass ich die damals nicht gekauft habe, weil ich zu wenig Kohle hatte. So, okay. Also, jetzt in dem Falle fahren wir... Ups. Zur Weiber Getreide. Das heißt, wir fahren und dann fahren wir da und dann fahren wir durch. Okay.
Dann holen wir die Paletten da ab und dann bringen wir die zum Brunnerwirt und dann kriegen wir Kohle. 1800 Euro. Die passen ganz gut. Die sind dann eigentlich ja, 2 Nächte. Zumindest von den Betriebskosten. Das wäre dann bis Mitte nächste Nacht ist Anfang Frühling, danach die Nacht, ja, Mitte Frühling. Wäre also eigentlich gar nicht mehr so verkehrt, die Kohle. Und mal gucken, ob es die Tage vielleicht noch Transportmissionen gibt. Die wir noch machen können. So, nächste Kreuzung, da vorne muss ich rum. Und dann einmal bis kurz da hinten vor die Hügel. Und dann zur Weiber Getreide. Und danach zum Wirt. Der Wirt ist in dieser engen Seitenstraße, ne? Ja, das passt. Das kriegen wir. Das schaffen wir. Mit der Plattform schaffen wir das auf jeden Fall. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal auf jeden Fall weiter springen. Also schlafen. Auch eine schöne Gegend hier, ne? Ich glaube, wenn wir jetzt hier lang fahren, sparen wir uns den Weg aus. Ja, okay, das ist zwar. Ja, offiziell ist das nicht mehr die Straße, ich verstehe. Aber da spare ich mir den Weg da hinten über die 14. Da habe ich nämlich eigentlich gar keinen Bock, so weit immer zu fahren. So. Ja, ist auch schön hier. Also. Da stehen ja die guten Paletten. So. Ja, die Weiber will umziehen anscheinend. Okay. Dann, meine, die Koffer hätte die auch auf eine Palette gekriegt, ne? Nur mal so am Rande. Das wäre technisch möglich gewesen. Egal. So. Ups. Bloß nicht runterschmeißen. Zack. Passt. Passt, wackelt und hat Luft. Jetzt nehmen wir, jetzt ist nämlich Spanngurte drum. So. Also, und von denen fahren wir jetzt ab zum Brunnerwirt. Das heißt, die Weiber macht einen Betriebsausflug. Lässt mich als Packesel die Koffer tragen. Weil, ich meine, das ist ja eine weite Strecke, ne? Also, man sich mal überlegt, ja, guck mal, wir sind jetzt hier schon seit mindestens 10 Sekunden unterwegs. Und wir werden noch ungefähr 40 Sekunden brauchen, bis wir da sind. Das ist echt schon ein weiter Weg. Und da kann ich durchaus verstehen, dass man sich ein Transportunternehmen holt. Was die Koffer natürlich diese Strecke sehr komfortabel, ohne großes Gewackel, auf dem Kofferraum transportiert. Und dann gleich natürlich an Ort und Stelle auch ablehnt, ne? Ist ja immer nur gucken, wie ich da hinkomme. Glaube ich, die untere Straße, ne? Jo. Und dann wie das Tor rein. Genau. So. Komm mal, und schon haben wir die Transportmission auch abgeschlossen. Jetzt so kriege ich das nicht rein, ne? Wie war das? Nee. Ich muss die schon richtig da drin stellen. So. So. So, Lieferung erfolgreich. Der mal schnell hier hin. Zack. Transport 1200, okay. Zack, abgeschlossen, erledigt. Das Restliche sind alles keine Transportmissionen, alles außer. Passt! Große Nachfrage bei Bio-Wärme Hanzig, alles klar. So, gut, haben wir das auch. Die Plattform kann ich aber bringe ich eben so zurück. Ne, da müsst ihr nicht unbedingt mitfahren. Und, dann können wir schon weiterspulen. Cool. Wieder ein Tag geschafft hier. Passt doch. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, für euch soll es für heute auf jeden Fall gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich darüber freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut auf jeden Fall sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anschaut. Und sagt,
bis zum nächsten Mal.